Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter. In der jetzt bei uns herrschenden Pandemie haben viele Menschen Leid erlebt und aber auch viele Menschen haben gezweifelt. Wir, wie unsere gesamte Republik, wollen an diesem Tag am 18.04. gemeinsam denjenigen gedenken, die unter der bisherigen Pandemie gelitten haben. Wir wollen den Hinterbliebenen Hoffnung geben. Wir wollen aber auch denen Mut geben, die noch leiden. Wir wollen den Menschen allgemein Mut geben. Wir wollen gemeinsam den Tag begehen. Deshalb lade ich Sie ganz herzlich für den 18.04. um 15 Uhr in die Pfarrkirche Heilige Familie ein, um gemeinsam mit mir, aber auch allen anderen Bürgern und Bürgerinnen dort das Gedenken wahrzunehmen. Ich danke Ihnen, Ihr Thorsten Rubenzee.